Und herzlich willkommen zu einer ganz neuen Folge Minecraft. Diesmal dabei wieder das vierte Let's Play, der Daniel mit an Bord, unser Heiligtum aller Götter, der hier komische Bauprojekte vollzieht. Und ich natürlich, wie gesagt, in der jetzigen Folge, den seine Bahn testen soll. Servus. Grüß dich, Daniel. Die Lore steht. Seit ja. Wann? Ich komme hoch. Alle auf dich. Ich muss aber vorher noch mein Inventar leer machen. Kein Problem, ich habe extra eine Kiste hingestellt. Ah, batsch mal gleich mal über unsere neue Brücke, die ich hier gebaut habe. Die ich mit der Burg verbunden habe. Sehr schön. So, das Opfer kommt langsam immer näher. Crash-Test-Dummy. Der Crash-Test-Dummy, genau so. Und jetzt mache ich erstmal schnell alles leer. Das ist sogar noch mal extra Skin holen. Also wie gesagt, alles was hier unten drin ist, ist meine, gell? Dafür bist du zu zweit sind, ist es ja nicht schwer herauszufinden, wer es war. Ja, ja. Was ist? Eine heilige Bimbam nachher hier wieder drin rumgeiert. Okay, so. Sag mal, kann man das eigentlich so schneller rüberziehen in die Box oder muss ich das immer noch so rüberziehen? Wenn du das Shift drückst. Ach ja, prima. Ich tu mir mal. Alles klar, ich danke dir. Okay, auf geht die Fahrt. Ich guck's mir nochmal an. Oh, bis da hoch, okay. Soll ich durchweg fahren oder was? Einfach fahren. Okay, ich fahr. Oh mein Gott, ich. Achterbahn! Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ein bisschen Angst. Ich komme. Da kommt angesaust. So. So. Jetzt muss die Lore mit dem hier unten geht's weiter. Und da jetzt einsteigen in die Lore. Dann ja. Oh mein Gott. Wie nehme ich die jetzt mit? Ah! Na. Mit einem Werkzeug drauf vom Axt. Toll, ich habe jetzt mein ganzes Werkzeug rausgehauen. Ah, nee, gut, geht. Okay, dann setzen wir die Lore jetzt unten rein. Und jetzt soll ich da runterfahren. Ja. Oh mein Gott. Ah, was ist jetzt los? Oh mein Gott. Ah. Ah. Oh mein Gott. Ah. Aber ich hab's überlebt, ich bin unten. Ja, also das ist ja auch das Ziel. Okay, das Einzige, was du machen müsstest... Achso, die landet genau hier. Okay. Okay, ich habe es überlebt, liebe Leute. So schnell kommt man in die Höhle. Wie gesagt, Daniel ist nicht ganz dicht, was der hier baut. Okay, jetzt darf ich die ganze Scheiße wieder da hochlaufen. Achso, ich müsste die Lore wieder mitnehmen, dass ich wieder zurückfahren kann. Gut, das funktioniert. Einwandfrei. Oh Mann, der Daniel. Der kommt auf Ideen. Das sieht man mal, wenn Leute nichts zu tun haben, was sie so zusammenbauen. Und eine ganze Burg. Was? So, okay. Was hat der Jana so ein Ding hingemacht? So, okay, dann heizen wir mal hier wieder runter. Ah. Juhu! Boah, Alter, wie der hier runter feuert. Puh. Eine schöne Brücke hat er hier gebaut. Nicht cool aus, gell? Ja. So, okay. Echt gut aus. Aber da wird ja gleich wieder demnächst gleich weiter gebaut. Ja, was habe ich denn jetzt gemacht? Ups, so wollte ich gar nicht hin. Okay. Weil ich wollte nämlich den Fluss da unten vergrößern. Und was machen wir?
können wir gleich mal hier runter batschen. Und gut, Sand brauchen wir eh immer. Sehr schön. Wir nehmen mit. Bei viel. Der Ernst ist, dass das kaputt geht. Boah, prima. Das ist geil, machen wir jetzt mal schnell so hier. Haben auch noch keinen Weg. Wie bitte? Bei der Kirche, zu der Kirche haben wir auch noch keinen Weg. Ja, muss noch alles gebaut werden. Wir haben jetzt sehr in die eine Richtung nämlich gebaut. Okay. Und da drüben geht's dann nachher weiter. Oh, endlich hört das mal auf zu regnen, ey. Und wie gesagt, wo... Da ist die Axt. Also Forest, wärst du froh, wenn es regnet. Ja. Wie gesagt, wir warten dann mal noch ein Stück ab. Vielleicht hast du bis dahin einen besseren Rechner und dann könnten wir die Forest dann auch zocken, weil ich warte nämlich eigentlich ab, dass neues... dass mehrere neue Updates rauskommen, dass sich das dann auch mal wieder lohnt. Und wir schauen dann mal, ob dann Daniel dann doch so weit ist und hat einen besseren Rechner. I wanna be a millionaire. Okay, das da weg. Lass mal die ganzen Bäume hier wegmachen. Hier war da auch noch ein Baum. Ah, ja, hier ist er. Alter. Geht schief. Apropos, ich muss ja noch mal schnell zurück. Ich brauche noch eine Schaufel. Ich muss nämlich wieder Erde abbauen. Weil jetzt langsam das etwas klein größere Projekt gleich anfangen wird. Du baust wohl gerade den Weg zur Kirche? Nein. Nee. Ich bettel mich gerade und fliehe gegen ein Skelett. Ah, okay. Ganz entspannt. Okay. Nichts Gutes. Okay, dann können wir erstmal die Erde hier ablagern, das verrottete Fleisch reintun, das hier rein. Und übrigens, da ist jetzt ein kleines Loch reingesprengt. Wo? In der Kirche. Aber nicht in die Kirche. Nein, nein, nein. Gut. Kirche ist heil. Ein Blick. Diese scheiß Viecher aber. Oh. Ich muss mir jetzt noch ganz schnell... ich muss noch was essen. Das sehe ich gerade. Offen. So, ich baue mir jetzt noch mal ganz fix eine Schaufel. Aus Diamanten? Nein.
Hab ich da was vergessen? Brauchen wir mal kurz Eisen. Wieder ein scheiß Skelett. Dann brauchen wir gleich mal zwei. Da ist das auch gegessen. Okay. Dann sortieren wir das gleich wieder hier oben ein. Ja, bitte. Nein. Oh nein. Oh. Ich hab's gerade gelesen. Da haben wir noch ein bisschen Sand. Du hast meinen Weg. Oh. Hättest mir ruhig sagen können, hab ich. Was? Habe ich wieder die Hälfte meiner Leben verloren, dass du die 4 Kornfelder weggetan hast. Welche 4 Kornfelder? Bei mir. Und wo ich mal runterspringen konnte, so als ist ein Street Style. Ach so, ja, stimmt, das habe ich vergessen dir zu sagen, sorry. Ich sterbe jetzt nicht gleich wieder. Ja, aber nicht in den Weg rein, gell? War das schon wieder? Ja, bei mir sind tausende Gegner. Bin ich gerade wegen Fahrtmarsch. Hat schon wieder gerumpelt wie Sau. Bin glaube ich tot. Was wollte ich denn jetzt? Ah so, ich wollte ja noch das. Die Glasscheiben brauche ich nicht. Erstmal auch nicht. Die tun wir auch erst. Wo habe ich denn jetzt gesehen? Da ist denn so. Tun wir auch erstmal kurz raus. Das bleibt drinne. Das auch. Die Schaufel. Graue Wolle haben wir da noch, okay. Okay, dann gehen wir mal raus und gucken mal, was hier so draußen abgeht. Ich lieber nicht raus. Da ist schon eine Spinne. Ich glaube, ich spinne. Du Spinne. Komm mal her. Hast du noch was zum Essen? Ja. Dann essen was schon wieder alle. Das Brot, was ich dir gestern gegeben habe. Ich weiß nicht, wo das hin ist. Ja, prima. Ich musste vor 5 Skeletten fliehen. Ja, wo bist du? Unter deinem Haus. Der ersten Edition. Ja. Mann, alles hat er da drin, aber kein Essen. Du willst schon wieder klauen, ich kenne dich doch. Ja, was zum Essen. Tja, das Essen ist da aber nicht drin, das habe ich immer bei mir. Wo ist denn der feine Bombentyp jetzt hin? Ich habe dich doch gerade irgendwo gesehen. Die können wir auf den Sack gehen, ey, nee. Komm, mach jetzt eine helle hier. Hübsch aus. Das ist auch schon da. Ach nee, das. Da unten schwimmt einer. Hocken sie bestimmt schon wieder alle vor der Tür. Oder? Da ist ein Zombie. Hallo? Hallo? Guten Tag. Hallo? Bäh.
Ah, ja. Aha. Ja, kommt. Jetzt mal, wie bauen kann man hier? Da ist der nächste. Aha. Und wieder einer gestorben. So, ich habe wieder zwei gekillt. Kann man mal den Mist hier gleich hier reinwerfen. Die Truhe, das brauchen wir ja eh nicht. So, wie sieht das aus? Wird das jetzt mal wieder hell? Ich muss was bauen draußen. Ich habe keinen Bock, jetzt mal in der Dunkelheit da draußen ihn auf den Frack zu kriegen. Ich glaube, es sieht ruhig draußen aus. Wir gehen mal raus und gucken mal. Wird hell, es wird hell. Noch die Zeit. Heinis. Wie bitte? Als Skelett Heinis. Und auch schon wieder jemand rumbrummeln. Ach, da hinten. Haha, du brennst. Ja, selber dran schuld. Komm in die Sonne, komm. Put, 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 put. Komm in die Sonne. Ja, brenn. Leck Sau. Oben läuft schon wieder ein Creeper. Den kümmere ich mich am liebsten mal gleich, weil ich weiß nämlich ganz genau, dass der mich noch überraschen wird. Creeper! Hallo? Hallo. BAM! Hab's gehört. Doch, das wird, der Platz, der wird riesengroß. Oh Mann, ich und meine Projekte. Ist dein Bauernhof nicht. Kommt jetzt alles langsam. Ich muss erstmal meinen Platz bauen hier. Ich muss erstmal meine Ebene, meine Fläche. Nein. Ich bin die Axt wieder kaputt gegangen. Dani, wo bist du gerade? Bei der Kirche. Kannst du mal schnell irgendwie eine Axt mir organisieren? Kommst du zu mir? Ich hab eine. Sehr schön. Oder? Warte, ich muss mich erst hier um jemanden kümmern. Scheiß Skelett. So. Kirche. Ich komm zur Kirche. Dann kann ich den Daniel auch noch schnell was zu essen geben. Essen habe ich. Hast war du beim beim Bauernhof. Hab mir 20 Brote geholt. Okay, meine gute Axt ist wirklich verschwunden. Ja, ich brauche ja nur eh noch das.
die reicht für die paar Bäume. Sehr schön. So, jetzt noch schnell die Bäume oben weghacken. Hack, hack, hacke Peter. Aus Hacke Peter wird Kacke später. Ja, ja. Schönes Terraforming. Folge. Einen großen Baum hier erstmal nämlich wegmachen und der hat schon das so viele Äste, das ist wie so ein großer Baum. Da haben wir noch was. Noch irgendwo Eichenholzbretter oder Eichenholzzaun? Ich glaube nicht, aber warte mal, ich kann dir Eichenholzbretter jetzt gleich einen Haufen geben. Brauchst du noch welche? Wenn du welche hast. Ja, dann komm mal her. Wo bist du? Neben dem großen Haus bei der Brücke drüben. Im Baum gerade drin. Baum. So ein Baummensch. Ja, ich guck gerade hier noch. Ich schau jetzt gerade hier alles. Ob irgendwo Holz ist. Deine Axt ist nämlich auch schon wieder kaputt. Ich glaube, hier ist kein Holz mehr dran. Bin unter dir. Ja. Siehst du noch irgendwo ein Holzstück oder irgendwas? Ah, hier. Ich habe jetzt ein Schwert weggemacht, aber das ist mir egal. Warte. Ich glaube, das müsste es gewesen sein. So. Ja. Vielen Dank. Eischli? Ja, die reichen ja schon. Okay. So, okay. Terraforming, weiter geht's. Theoretischerweise hier gleich aufschütten. Ob ich hab was Dummes gemacht? Platz ist eigentlich relativ erstmal gut. Wie sieht das jetzt zur Brücke aus hier hinten? Da könnten wir vielleicht noch ein bisschen was verwenden.
Fläche nutzen wir mal bis hier hin. Also den Baum da noch wegmachen. Okay, genau. Hier schon wieder ein Zombie. Du hörst schon wieder ein Zombie. Mhm. Ja, war kein. Okay, die Fläche haben wir schon mal, die ich haben wollte. Und dann mache ich nur noch die 1, 2, die zwei Bäume danach noch hier weg. Eine Schaufel. Also die setze ich hier hinten rein. Okay, da ernähre ich mich jetzt so schnell langsam mal ins Dings zu geben. Ups. Das ist die Box. Was ist denn jetzt schon wieder passiert? Nix. Na, wenn du nix sagst, dann ist da wieder irgendeine Scheiße passiert. Ich hab mich verklickt. Das hätte ich jetzt auch gesagt. Ich hab mich verklickt und mit Versehen tausende Schaufeln gemacht. Okay, also nehmen wir nochmal das hier mit und ich baue mir jetzt nochmal schnell eine Axt. Brauchst du noch irgendwas? Ach so. Daniel, brauchst du irgendwas noch? Werkzeug? Nein. Nee. Okay. Ich wollte jetzt... Nee, brauchst du Schaufeln? Ich hab Schaufeln. Schaufeln habe ich erstmal gerade genug. Ich wollte jetzt einen Trampelpfad machen. Okay. Aber wir haben ja jetzt das auf Patch 1.8 runtergesetzt. Ja, also wie gesagt, sobald dann eben halt die Texturpakete und Shaders direkt für die anderen neuen Updates verfügbar sind, schalte ich das dann auch wieder hoch. Moneyball-Fanatiker. Ja, ne, ich finde das immer halt so schön. Mir gefällt das eben halt. Was baue ich denn das jetzt? Sieht denn das aus, wenn ich Granit hinsetze? Da muss ich mal angucken. Polierter Granit. Okay. Wo sieht polierter Granit aus? Okay. Na gut. Wir müssen erstmal leider jetzt wieder die Folge beenden. Gut, das war ja eh jetzt noch Terraforming, aber in der nächsten Folge wird es eigentlich theoretischerweise weitergehen mit entweder bauen oder in einen Dungeon gehen, weil ich habe ja in der letzten Folge habe ich ja noch einen Dungeon entdeckt bei mir unterm Haus. Was? Ja, und da könnte man eigentlich theoretischerweise auch mal reingehen. Also, ich sag erstmal mit dem Daniel auf Wiedersehen, bis zur neuen Folge. Ciao Leute! Servus. Ja.